Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum nächsten NTF-Podcast. Im Namen von mir und natürlich im Namen der NTF darf ich euch heute ganz herzlich begrüßen. Zu Beginn noch einmal, dieser Podcast ist natürlich immer auf allgemeine Themen zugeschnitten mit Mitgliedern der NATO Taskforce. Wenn ihr Lust habt, bei uns mitzuspielen, mindestens 16 Jahre alt seid, würden wir uns natürlich über eine Bewerbung im Forum freuen. Meldet euch im Forum an, auch wenn ihr bereits in einem Clan seid, ist das überhaupt gar kein Problem. Wir haben keine Ein-Clan-Pflicht, also auch wenn ihr einfach nur mal mit mir zocken wollt, dann meldet euch im Forum, aber wie gesagt, das Ausbildungssystem müsst ihr natürlich trotzdem machen, mehr kriegt ihr dann natürlich in dem Gespräch selbst. Dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon mit dem Thema heute, denn heute haben wir das Thema Rollenspiel in Arma. Ich habe gerade interessanterweise gelesen, bei mir steht in der Textnotiz Rollenspiel im RP. Das hat mich gerade ganz kurz verwirrt, als ich meine Textnotiz gelesen habe. Mit dabei sind heute zwei Mitglieder der DEF, wie ihr es gewohnt seid. Einmal ist der liebe Green Ghost dabei, hi. Hallo. Und dann ist mit dabei Kobo, den habt ihr wahrscheinlich schon in der Mission schon einmal gehört. Wir dissen uns immer in der Mission regelmäßig, das gehört einfach dazu. Das ist so mit drin. Hi Kobo. Hallo. Martin, wichtige Frage zu Anfang, wer disst dich nicht in der Mission? Das ist auch wiederum richtig. Viele tun es tatsächlich, aber es ist aus Liebe. Nein, fangen wir vielleicht mal mit euch an, wenn wir gerade drüber sprechen. Ganz gut, dass die Leute vielleicht ein Bild von euch haben. Seit wann spielt ihr Arma? Wie kamt ihr zu Arma? Wie kam zur NTF? Ich würde sagen, wir beginnen wieder wie üblich von oben nach oben. Julian. Von oben nach oben, alles klar. Sorry. Ja, also in der NTF bin ich jetzt noch nicht so lange. Irgendwann seit Anfang des Jahres, genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber Arma spiele ich schon eine Weile. Hab damals, glaube ich, sogar mit Live angefangen. Bin dann irgendwann bei King of the Hill gelandet. Über verschiedenste Modifikationsserver bin ich dann irgendwann bei der NTF gelandet. Tatsächlich über den YouTube-Kanal von Martin. Kobo, wie sieht's bei dir aus? Oh Gott, also ich hab... Seit wann spiele ich Arma? Ich glaube, ich spiele Arma seit 2015. Kann das? Keine Ahnung. Auf alle Fälle damals auch mit Altes Live angefangen. Dann auch über sämtliche Modifikationsserver irgendwann zum Hardcore-RP. Dadurch dann... Nee, stimmt gar nicht. Durch Modifikation dann irgendwann zum Milsim, damals noch eine TF47, die gibt's ja inzwischen nicht mehr. Dadurch habe ich auch hier die NTF damals kennengelernt, weil ihr wart ja öfter mal drüben und habt dann bei uns mit Mission gespielt. Dann bin ich wieder rüber zum RP, hab Hardcore-RP gespielt, dann war da aber auch nicht mehr und dann habe ich jetzt mich wieder nach Milsim umgeguckt und bin jetzt seit circa 2 Monaten, kommt hin, seit 2 Monaten in der NTF. Wir haben uns ja vor der Runde kurz unterhalten, ihr kommt ja alle so ein bisschen aus der Live-Szene, zumindest aus der Rollenspiel-Szene, ist für euch ja nicht unbekannt. Ich persönlich bin ja das Gegenteil, das wisst ihr wahrscheinlich alle da draußen, dass ich so, ja, eher mal kontra Rollenspiel war, auch wenn ich es mittlerweile wieder probiere, ich glaube, wenn der Podcast kommt, dann probiere ich es tatsächlich schon wieder, mittlerweile, weiß es aber noch gar nicht gerade, aber ich bin ja eher so ein bisschen, ja, der Skeptiker auch so ein bisschen, was das Rollenspiel angeht, habe viel gesehen und viel gemerkt, aber auch nicht unbedingt Gutes, aber vielleicht mal zu Beginn, was ist für euch Rollenspiel und was hat euch vielleicht auch so ein bisschen daran begeistert, das zu tun? Also grundsätzlich für mich im RP ist wichtig, ich bin grundsätzlich niemand, der jetzt zum Beispiel, wenn man vom Live-Server ausgeht, niemand, der da direkt die Leute, die gerade auf den Server gekommen sind und irgendwo anfangen, meistens auf dem Server fängst du ja an mit irgendwie Äpfeln, Pfirsichen, irgendwas in der Richtung und musst das halt farmen. Es gibt dann diese Menschen, diese Untermenschen, sag ich jetzt einfach mal, die dann anfangen und überfallen solche Leute direkt. Das ist aber für mich kein RP, weil das ist einfach, ich sag jetzt mal, unlukrativ. Und ansonsten generell ist das viel, hat das viel damit zu tun, Sachen zu tun, die man halt im normalen Leben nicht tun kann. Seien es jetzt halt diese Überfälle oder irgendwelche anderen total bekloppten Aktivitäten, die einem gerade so einfallen. So. Ja, wo fängt RP an? Ist immer so eine spezielle Frage. Ich finde, RP fängt da an, sobald du dich vollkommen deiner Rolle hingibst. Es hat ja ein bisschen immer was mit Schauspielen zu tun. So, ich hatte zum Beispiel auf meinen, oh Gott, wie viele RP-Charakter ich habe und wie viele davon schon im RP gestorben sind, das kann ich gar nicht mehr erzählen. RP fängt halt da an, wenn du aufhörst, mehr oder weniger du selbst zu sein und einfach dich immer mehr in diese Rolle reinversetzt und irgendwann, das kommt von alleine nach einer Zeit, dass du irgendwann so in dieser Rolle drin bist, dass du wie so ein Schalter mal umlegen kannst, so den Klick, jetzt bin ich der Kobo und Klick, jetzt bin ich Ahmed Talithi oder wie meine ganzen Charaktere da gehießen haben. Ja, okay, also quasi für euch ist schon
So Rollenspiel, du sagst gerade so, Kobe, gerade, es beginnt mit dem Reinleben in die Rolle, es ist ein bisschen Schauspiel. Aber ist, also meine Erfahrung, und das kann ich immer nur sagen, ich spreche aus meiner Erfahrung, und die ist nicht groß, das muss man dazu sagen. Für mich war, und es war auch in einem Podcast gesagt worden, das fand ich sehr interessant, ich glaube, es war Phoenix, der das gesagt hatte. Ich habe es tatsächlich so kennengelernt wie Phoenix. Für mich war Rollenspiel in Arma und vor allen Dingen jetzt bezogen auf Live, das geht heute übrigens nicht nur um Live, sondern heute allgemein um Rollenspiel, war für mich immer GTA in Arma. Ja, es kommt auch auf den Server drauf an. Also ich stimme dir zu, ich habe auch auf Servern also damals, als ich angefangen habe, habe ich auch so ein, zwei Server mal angefangen und dann gemerkt, so, ja, es ist tatsächlich wie GTA, es ist ja letztendlich, ne, du farmst irgendwas und hast deine Autos und dann ballert dich irgendwer über den Haufen, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, da kommt es auf den Server und auch auf die Kompetenz des Servers an. Es gibt inzwischen zum Glück immer mehr Server, die tatsächlich nur aufs Rollenspiel aus und wo eigentlich der ganze Hintergrund mit, von du kannst ja, was kannst du beim RPS machen? Du kannst farmen, du kannst Leute ausrauben, du kannst Bänke überfallen, du kannst eine Asservatenkammer einnehmen. Hast du nicht gesehen, was du da inzwischen alles für Möglichkeiten hast, ist ja eigentlich krass. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aktivitäten, RP, Zentralbanküberfälle, ja, etc. Genau. Das ist halt alles so, wenn der Server damit klarkommt, dann, und die Leute auf dem Server müssen das halt mitmachen. So. Es gibt natürlich immer so diese schwarzen Schafe, die auf den Server kommen und meinen, die holen sich eine Waffe und dann let's go. Das ist dann eher kontraproduktiv für den Server. Und da ist das Serverteam dann gefragt, sowas halt einzudämmen. Ja, also ich kenne das auch, weil ich hin und wieder mir mal den Spaß erlaube und spiele mal wieder auf einem kompletten Vanilla-Live-Server. Und ich kann sagen, dass diese Server nicht viel mit RP zu tun haben. Wobei das meistens von so Leuten ausgeht, ach ja, also ich bin jetzt hier auf dem Server und ich versuche gerade Rekorde aufzustellen, wie schnell man auf so einem Server gebannt werden kann. Oder auch ja, okay. Hast du in deinem Leben sonst noch was zu tun, denke ich mir dann in so einem Fall? Also das ist für mich dann, sage ich jetzt mal, das sind ja keine Leute, die RP machen und die machen das halt kaputt. So eine Leute, wenn du so welchen Leuten begegnest, also... Dann kommt man auf die Aussage zurück, es ist wie GTA in Arma 3. Genau. Also natürlich Leute wie ich und mit Phoenix jetzt als Beispiel, als gutes Beispiel genannt, natürlich die Leute, die das dann so genau sehen. Aber kommen wir vielleicht mal weg von Live, da haben wir das letzte Mal drüber sehr viel diskutiert über das Thema. Ich würde es gerne jetzt mal auf die Milsim-Schiene beziehen. Wechseln wir das Thema, was ist Rollenspiel für euch in der Milsim-Schiene? Für mich, fange ich vielleicht diesmal an, vielleicht ist es jetzt, ich brauche nicht dieses Hardcore-RP, ich weiß nicht, Jürgen, bist du auch bei der, also Jürgen ist Green Ghost für euch, bist du auch bei der Mission da gewesen mit der Forgotten-Kampagne? Nee, da warst du nicht dabei, ne? Forgotten, war das die Aktion mit den Viren und sowas? Mit den Viren und sowas bei mir. Die aktuelle Kampagne, diese. Sekunde. Nein, eigentlich nicht. Also in letzter Zeit habe ich relativ wenig Missionen gespielt. Ich war gerade am Überlegen, ob ich. Nein, war ich nicht. Nee, da warst du nicht dabei. Okay. Das Beispiel ist ja zum Beispiel diese Kampagne. Das hat jeder von euch im Stream mitgekriegt, Kobo. Du warst ja auch vorgestern dabei, als wir gerade aufnehmen jetzt hier. War ja letztendlich schon eine Mission, wo sehr viel auf Rollenspiel gesetzt wurde. Und ich war begeistert, wie das auch tatsächlich klappt im Clan. Aber für mich beginnt tatsächlich so ein bisschen Rollenspiel beim Thema Immersion. Ich brauche gar nicht dieses, ich bin jetzt ein bestimmter Soldat, sondern ich bin jetzt Kobo, ich bin jetzt Martin, ich bin jetzt Green Ghost und lebe einfach und bin voll konzentriert und bin in meiner Rolle drin und bin jetzt, keine Ahnung, Automatic Rifleman und spiele das aus, ohne dass ich Off-Topic-Gespräche mache. Was ist Off-Topic-Gespräche? Für mich sind Off-Topic-Gespräche sowas wie, ach, guck mal, draußen fängt es an zu gewittern, oh, das ist aber schön und nee, hörte ich den Krankenwagen draußen rumfahren, das reißt mich immer persönlich aus der Immersion raus. Für mich ist tatsächlich, beginnt Rollenspiel, ohne dass ich effektiv Rollenspiel mache oder einen Charakter lebe, sondern wirklich nur ich selbst bin und ich spiele gerade in diesem Fall bei der Immersion. Wie seht ihr das? Ja, sehe ich quasi genauso. Ich meine, jetzt mal von technischen Problemen abgesehen, sollte man halt in der Mission versuchen, quasi wie so ein Blicktrichter auf den Bildschirm zu setzen, dass du halt quasi außenrum jetzt nicht mehr unbedingt das mit einbeziehst, was gerade um dich rum passiert. Und dann kann das auch mit RP in Missionen funktionieren. Du solltest halt auch so ein bisschen... Also in manchen Situationen ist es halt wichtig, auch zu vergessen, was... teilweise außenrum passiert. Du kennst meistens die Leute, wenn du jetzt von der NTF ausgehst oder generell von taktischen Missionen. Dann hast du irgendwann schon mal in anderen Richtungen mit Leuten gespielt und also ich sag mal so, wenn du dich dann in der Mission irgendwie, keine Ahnung, das was war das denn für eine Mission? Das war auch eine Mission von dir, Martin. Das war
auf Altes, als wir da diesen Priester da befragt haben in der einen Mission damals. Ja, ich weiß sonst, ja, okay, ich weiß, was ich noch meinst. In Ja, der anderen Kampagne und von mir. da habe ich dann neben zwei anderen gestanden und wir standen da und es war einfach alles viel zu ruhig und dann haben wir da angefangen, uns einfach darüber zu unterhalten, dass uns das nicht schmeckt oder so. Das ist dann schon für mich in der Mission drin RP, also dafür braucht es nicht unbedingt eine ausgewiesene RP-Mission zu sein. Nur, also das fängt schon an, wenn du dich unter den Soldaten halt so unterhältst, als ob du da halt wirklich gerade im Einsatz wärst, sag ich jetzt mal. Okay, bevor du sprichst, Kobo, ganz kurz vielleicht nochmal drauf. Ich kriege ganz oft die Meldung und die Punkte. Ja, spielt ihr bei der NTFRP? Ich muss hier gleich nochmal ganz klarstellen. Nein, wir sind kein RP-Clan. Wir haben generell auch keine RP-Mission. Es ist wirklich abhängig davon auch so ein bisschen, in welcher Gruppe man ist. Und ja, du sagtest es gerade ganz gut, Julian, dass es eigentlich beginnt so, wenn es ruhig ist, man fängt an zu reden. Und je nachdem, mit wem du natürlich nebenstehst, kannst du das machen. Dann hast du natürlich Leute, die RP absolut hassen, was ja in Ordnung ist. Weil wir sind ja kein RP-Clan. Du kommst ja nicht zu uns, um RP zu machen. Dann ist das okay. Mal entweder sie halten die Fresse oder sie müssen kurz schmunzeln oder sie machen eine Bemerkung. Wobei das Bemerkung eher sehr, sehr selten kommt, weil die Leute natürlich dann eher lieber schweigen. Wo ich es immer ganz schlimm finde, dazu kommt mir vielleicht später nochmal so ein bisschen, was vielleicht auch die Skeptiker angibt und auch was mich extrem stört, das sind Dialekte, aber dazu kommen wir später nochmal ganz kurz zu dem Thema. Das ist echt, echt schlimm für mich, wie gesagt, der Punkt, und da stimme ich dir zu, wenn du Langeweile hast oder es ist einfach ruhig, Langeweile ist der falsche Begriff, du hast ja ein Ziel, du musst eine Sicherung halten, da passiert aber jetzt vielleicht nichts, dann ist es ganz gut, wenn du solche Leute neben dir hast. Wie siehst du das, Kobo? Also, muss ja dazu sagen, ich bin Milsim und RP. Ich finde, das passt einfach echt. Also, das passt gut zusammen in einem bestimmten Rahmen. Natürlich, man sollte es nicht übertreiben, man soll es auch nicht untertreiben, so. Aber jetzt auf deine Kampagne Forgotten zum Beispiel bezogen, so eine Aktion, wo halt ausgewiesene RP-Mission, finde ich super geil. Aber wie Julian auch schon gerade sagte, wenn du halt zum Beispiel auf einem Stützpunkt sitzt und ne, da sitzt eine Stunde und nichts passiert und dann, dass du halt einfach anfängst, so über Sachen zu quatschen und die halt so ein bisschen mit drauf einbeziehst, zum Beispiel drücken deine Schuhe oder so. Ich finde, das reicht manchmal schon, dann einfach dieses Feeling zu bekommen, dass du jetzt voll da drin bist. So, bin ich absoluter Fan von. Der Meinung bin ich zum Beispiel auch, und da muss ich zugeben, ich unterscheide zwischen, ich mache zwangsmäßiges RP, was ich ja bei meiner Kampagne relativ, also bei der einen Kampagne, ja, relativ zwingend ist einfach. Zum Beispiel bei der letzten Mission war es einfach notwendig. Wobei, da weiß aber auch jeder, der sich slottet, worauf er sich slottet. Aber bei einer Mission, zum Beispiel, wenn wir eine CO30 oder CO32er Mission spielen, da kommt es halt eher weniger zustande. Aber da stehst du auch selten rum und Ja. schießt. Also, du hast ja schon Momente, wo du auch schießt. Aber ich stimme euch in dem Fall zu, tatsächlich, dass manchmal die Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, oh, der Schuh drückt und oh, scheiße, es wird schon dunkel, what the fuck, dann sehen wir wieder nichts, Nachtsichtausrüstung fehlt. Einfach so ein bisschen dieses Begleiten von diesen Situationen. Ich meine, klar, wir spielen Milsim taktisch. Ich trenne das ja immer so ein bisschen. Stimme ich euch in der Hingegen eigentlich absolut zu. Es darf halt nur nicht zu sehr ausschweifen, wo wir mal ein Thema gerade vorgreifen. Das sind eben Dialekte. Das finde ich persönlich vor allen Dingen im Clan selbst sehr unpassend, weil es klingt einfach in 99% der Fälle einfach auch nicht gut. Man denkt selber, das klingt super gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, das passiert bei vor allen Dingen alten Live-Spielern manchmal so automatisch. Ich glaube manchmal so, dass das so ein bisschen automatisch drin ist, wenn man eine Rolle hat, dass das automatisch kommt. Aber Dialekte sind schon eher was, sind für mich stellenweise, je nachdem, wer es macht, wie es gemacht wird, und leider, wie gesagt, in 99% der Fällen eben nicht gut, sind für mich tatsächlich schon der RP-Breaker. Also sehe ich ganz genauso. Und zwar auch generell, wenn ich ich sag jetzt mal, selbst wenn ich auf einem Server spiele, der jetzt irgendwo eine Mission oder halt ein Szenario hat, was irgendwo zum Beispiel im Nahen Osten oder so spielt, und ich eigentlich eine einheimische Armee bin, dann überlege ich mir den Charakter dahinter halt, wenn dann einer auf die Idee kommt, nachzufragen, so, dass ich erklären kann, warum ich mir jetzt da nicht diesen Dialekt in Anführungszeichen antun muss. Einfach nur, weil es sonst einfach scheiße rüberkommt. Weil wenn du da versuchst irgendwas, also du musst ein gewisses Teil musst du schauspielern, aber die Grundbasis musst du quasi selbst sein. Weil wenn du jetzt anfängst und verstellst dich da komplett, dann hast du verloren, weil dann hältst du das hältst du nicht durch. Und
Wobei ich jetzt noch nicht mal mehr sagen muss, dass RP bei mir so unbedingt das ist, dass du dir irgendwie einen Charakter überlegst und dazu dann versuchst, irgendwie was zu machen, sondern RP fängt für mich schon dabei an, wenn wir zum Beispiel in einer Mission eine Rauchwand aufbauen, um halt uns zurückzuziehen und du läufst da durch und irgendeiner kommt auch in dem Moment auf die Idee, auch jetzt stehe ich hier voll in der Rauchgranate, dann huste ich mal kurz. Und so Kleinigkeiten, das sind halt Sachen, die machen so eine Mission dann im RP-technischen Sinne auch schon aus. Okay, also so kleine Gimmicks, wenn man Leute hat, die das können, zum Beispiel. Ein positives Beispiel ist jetzt in dem Fall mal, was ich wirklich loben muss, ist Stefan, der in meiner Kampagne in dem Kapitel 1 war das, glaube ich, nicht der Prolog im Kapitel 1, der wirklich sehr, sehr gut auf dieses Rollenspiel eingegangen ist und es sich nach und nach entwickelt hat und er gemerkt hat, er ist jetzt krank oder wird krank, er fühlt sich nicht gut und dann so dieses Husten eingespielt hat. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil du hörst, entweder man kann das oder man kann das eben nicht wirklich. Das ist wirklich so, du merkst bei den Leuten, das ist sehr unterschiedlich, entweder man beherrscht es oder man beherrscht es nicht. Was ich dazu sagen muss, ich kenne tatsächlich viele Leute, die das mit dem Dialekt auch echt gut hinkriegen. Also ich bin da tatsächlich gar nicht so eurer Meinung, das in 99% der Fälle. Ich würde eher sagen, in 40% der Fälle ist es tatsächlich so. Weil in meinem Umfeld, so auch im Milsim oder beziehungsweise im taktischen Bereich, es ist auch so, dass viele da aus der Live-Szene kommen und auch von Hardcore-Live-Servern, wo sie diesen Dialekt einfach gelernt haben. Und ich finde das immer ganz geil, wenn ihr das auch mit in diese Szene mit einbauen, weil ich finde, das gibt dem Ganzen noch so völlig neuen Weg dann. Also sagst du eigentlich, ist so, Milsim ist ja nun mal komplett was anderes als jetzt letztendlich altes Live ist. Das ist es einfach, es ist ein kompletter Unterschied. Aber sagst du, Ja. sagt ihr jetzt hier wirklich so ein bisschen RP oder sag mal in Richtung RP, nicht RP direkt, sondern so ein bisschen RP-Punkte, die manchmal mit reingemacht werden, sind das i-Tüpfelchen? Ja, doch, Es macht. das Ja. macht's aus. Ja, wie gesagt, diese ganzen Kleinigkeiten, die machen es echt aus. Also, was zum Beispiel auch immer, was mir persönlich jetzt auffällt, wenn ich eine Mission spiele und wir geraten irgendwo unter Feuer oder so, ich fange dann an, immer so ein bisschen auszurasten. Ich weiß auch nicht. Also, es ist dann nicht dieses ganz normale, oh, ich sitze jetzt vor meinem PC, oh, ich werde jetzt beschossen. Sondern es ist dann schon so, dass ich dann versuche darauf zu reagieren, irgendwie im Bereich jetzt der Stimmlage oder wie auch immer man es sagen kann, dass man jetzt da rumrennt und auf einmal fliegen irgendwo Kugeln, weil das ist eine Sache der Reaktion. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da stehe und ja gut, jetzt fliegen Kugeln, aber es ist ja nur mein Computer, weil irgendwo ist es ja schon, macht's ja dann schon, wenn da jetzt jeder wie so ein Roboter vor dem Computer sitzt und er merkt, ja gut, jetzt werde ich halt beschossen, aber interessiert mich ja nicht, weil es ist ja nur ein Bild. Keine Ahnung, das sind halt auch wieder so Kleinigkeiten, die, ich sag mal, RP ausmachen. Ich habe mir was eingeeignet, das beobachte ich bei mir immer ganz, ganz oft und ganz gern mal. Ich fange immer an zu schreien. Also beziehungsweise wenn dann auch mal so durch TFAR und so, das ist ja dann auch alles gut Ja. simuliert und so. Und das Schlimme ist, ich fange dann tatsächlich, ich sitze hier, wenn Leute weiter weg springen, zum Beispiel letztens bei Martin in der einen Mission, da fange ich ihn auf einmal an anzuschreien, weil er 20 Meter weiter weg steht. Und ich sitze hier zu Hause und denke mir, bist du eigentlich behindert? Ja, das mache ich aber ganz genauso, das meine ich ja auch. Das ist, das ist. Du liegst irgendwo im Feld, wirst beschossen. Scheiße, die schießen auf uns und Ja, ne, du oder schmeißt sie was? ins Zelt und brüllst rum und es ist eigentlich egal, weil TFAR oder Akre setzt das einfach Das per ist das. Entfernung um und nicht per Lautstärke. Ja, das Gute finde ich auch. Also bei Akre ist es ja tatsächlich auch die Lautstärke ein bisschen. Also habe ich zumindest Ja, das Gefühl. Aber als wir noch teilweise. TFAR genutzt haben, so bei Missionen, wo es denn um leise und so ging und auch letztens im TVT-Event, ich habe geflüstert. Guck dir das Video von meinem TVT-Event mal an. Ich habe die ganze. Hey, Hans, ist das Mensch? Das ist ganz schlimm. Das ging das ganze Event so. Und das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie komisch. Ich finde das halt auch irgendwie schon wieder ein bisschen was mit Rollenspiel zu tun. Oder beziehungsweise, Ja. weil du bist halt in diesem Tunnel und, ne? Dann kommst du da auch irgendwie nicht mehr so leicht raus, weil wenn du tatsächlich den Fokus darauf legst, dann, ich weiß nicht, ich kann mich dann immer ganz gut in die Situation reinversetzen. Okay, ich stimme tatsächlich zu. Geht mir genauso. Ich habe oftmals den Punkt, dass ich mir denke, zum Beispiel, wenn irgendwie Schützenreihe aufgebaut werden soll und ich hier tatsächlich zu Hause sage, Schützenreihe! Als ich nach hinten schreien will und die Nachbarn sich wahrscheinlich denken, was macht der da? Schützenrudel, bitte! Ich schicke euch alle nochmal in die Ager! Ja? Und deine Nachbarn werden sich denken, Alter, ist der behindert? Was macht der denn da? Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Nachbarn mich hassen, genau deswegen, dass ich meine beste Beziehung zu den Nachbarn habe, wissen wir alle, dass ich die nicht habe. Aber ich glaube, manchmal könnte es damit zusammenhängen, dass ich auch tatsächlich das mache. Und ich muss zugeben,
Task Force Radio war gut, und aber Akre gibt das Feeling nochmal durch den viel besseren 3D-Sound, der mir auf ist, nochmal ganz anderes Feeling, und auch so dieses Funkgeräusch, diese Interruption, auch so, dass dieser Funk stellenweise gestört wird und sowas, so Kleinigkeiten. Und wie gesagt, wenn du halt hinten sitzt und sagst, und dann hörst halt vorne Timo jetzt als Beispiel, mein Gruppenführer, sagen, ja, red ihre Schützenreihe, und ich dann hinten gucke, ja, Schützenreihe, Gruppe geht so rum, und ich dann doch weiter sag, wähle ich die Nummern an, und dann fängst du halt an, dich anzuschauen, wo wir, das ist ein gutes Beispiel, Kobe die Mission, wo wir uns angeschrien haben und so ein bisschen gedisst haben in der Mission, scherzeshalber. Vieles passiert durch Task Force Radio, beziehungsweise jetzt eigentlich Akre, und ich hoffe auch in Zukunft bleibt es dabei. Vieles passiert auch durch diese zwei, also ich würde behaupten, dass ein Großteil der Immersion allein durch Akre entsteht, jetzt, ich sag jetzt mal Akre, sonst muss ich zu viel reden, ist wirklich tatsächlich, dass diese zwei Mods dafür sorgen, dass man sich anders fällt, als man eigentlich jetzt bei Battlefield wäre. Bei Battlefield, ja, komm, hier links, rechts, rechts. Ja, aber du sprichst Alpha, ja, genau. Komm du mal eben drüber und so, ja. Ja, genau, sowas. Und wenn du halt plötzlich wenn du da plötzlich da bist und denkst dir so, wo ist der Kobo? Und du schreist ihn links neben dir an, aber hat jemand Kobo gesehen? Wo ist der hin? Wo ist die 3? Warum hat sich die 3 nicht gemeldet? Ja? Sowas halt einfach, weißt du? Oder wenn einer im Wald verloren geht und da rumrennt, Stimme! Ja, und das ist sowas. Weißt du, du könntest auch einfach da sitzen und vor dich hinlabern, und irgendwann wird's einer merken, aber du brüllst halt dann da rum, weil, oder, keine Ahnung, das fällt mir halt auf, dass das bei ziemlich vielen einfach unterbewusst so passiert dann. Das ist für mich so, das funktioniert zum Beispiel nicht, wenn du jetzt mit Push-to-Talk arbeiten würdest. Deswegen finde ich die Astros Radio eine akre Sache. Finde ich total klasse. Ich hasse Push-to-Talk in so Missionen oder generell auch im taktischen Armor-Bereich. Das geht mir auf den Sack. Was ist, jetzt aber mal die Frage, ist das für euch tatsächlich schon RP, wenn man einfach nur rumschreit? Ja, es ist halt Feeling. Wenn es der Situation angepasst ist? Es ist halt Feeling, und vor allem, wenn es eine Missionssache geht, zum Beispiel, wie, keine Ahnung, wenn Kobo zu mir kommt und fragt, wo seine Einheit ist, ob bei mir im Auto mitfahren will, aber es gar nicht sein Auto ist, und ich sage, Alter, Kobo, deine Einheit ist nicht hier, verpiss dich. Ja, dann ist das für mich tatsächlich... Gemein, ich musste laufen. dann ist das für mich tatsächlich schon so ein bisschen RP, oder zumindest, nein, RP ist der falsche Begriff, es ist Immersion. Also man kann es RP nennen, aber für mich ist es ein Großteil der Immersion. Ich fühle mich einfach, man fühlt sich halt wirklich stellenweise wie so eine Einheit. Ja. Man redet miteinander, man kommuniziert miteinander, man versucht, die in Kontakt zu halten irgendwie. Klar, hast du Missionen, wo es ruhiger zugeht, hast du immer mal, keine Ahnung, wenn man einen schlechten Tag hat oder so, die Gruppenleitung oder sonst was passieren kann. Mein Gott, wir sind alles Menschen, ja? Die hast du, aber die sind natürlich dann auch wieder andere Tage, wo du einfach, und das muss man einfach sagen, das hat mich bearmert. Und vielleicht ist es wirklich das Rollenspiel, was unterbewusst passiert. Nicht Extrem-Rollenspiel, sondern dieses minimale Rollenspiel. Nennen wir es mal minimales Rollenspiel, ja? Was passiert, was einfach für mich diese ganze Immersion und das ganze Spiel einfach nochmal ganz anders gestaltet, als es jetzt eben Battlefield tut, einen Call of Duty, keine Ahnung, auch ein Squad oder sowas, ja, letztendlich, klar, man kann sagen, das sind keine schlechten Spiele, aber sie sind halt einfach anders, und sind wir mal ehrlich, Rollenspiel, auch da spielt eine große Rolle, diese Zusammenarbeit, diese Gemeinschaft, die wir bilden, letztendlich auch bei der NTF hier, ist natürlich schon so ein Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl. Und ja, und ich glaube einfach, dass dieses Anschreien der Mission, ich nehme jetzt als Beispiel, und es tut mir leid, BA, dass ich dich schon wieder erwähnen muss. BA hat mir gesagt, wann werde ich meinen Podcast nicht erwähnt, jetzt muss ich dich wieder erwähnen. Ich möchte BA etwas kurz als Beispiel nehmen. In der Mission kann ich mich mit BA in der Wolle kriegen, auch so in manchen Themen jetzt bei der NTF selbst, aber generell habe ich Menschen wie BA durch Arma kennengelernt. Ich habe BA durch Arma kennengelernt, mit denen ich seit Jahren zu tun habe, mit denen ich viele Stunden erlebt habe, viele Jahre miterlebt habe mittlerweile. Und das ist einfach, ja, ich glaube, und Rollenspiel schweißt natürlich so ein bisschen noch, wenn du so ein bisschen in deiner Rolle bist und sagst, na, Kobo, triffst du diesmal besser, letztes Mal war es scheiße. Ja, sowas einfach, gut. Das ist so ein Punkt, wo es einfach ist, ja. Was einfach macht. Und ja, das ist für mich tatsächlich ein Rollenspiel. Ja. Was halt jetzt auch für mich schon wieder, also ich weiß nicht, ob man das als Rollenspiel bezeichnen kann oder ob das einfach nur, ich sag mal, das ist jetzt so ein NTF-Insider, aber es ist halt einfach durch die Mission entstanden. Und wenn du dann so Geschichten hast wie so ein Plato des Monats oder
Das ist so blöd, wie es klingt, und so Kleinigkeiten, die dann alle mit in die Missionen einfließen, das macht halt die ganze Atmosphäre und damit auch das RP quasi aus, weil du hast immer diese Leute, die meinen, vornehmlich, sie hätten keinen Bock auf RP, aber im Grunde, sobald sie in einer NTF-Mission oder generell in einer Mission mitspielen, die jetzt so in der Richtung geht, schlüpfen sie ja augenblicklich grundsätzlich in die Rolle des Soldaten, den sie halt da verkörpern. Und irgendwo macht dann jeder halt diese Kleinigkeiten unterbewusst mit. Und ich Ja. kenne wirklich keinen, der dann da total, ich sag jetzt mal, im Roboterstil vor seinem PC sitzt und da anfängt, der halt sich in wirklich in jeder Situation zusammenreißt und sondern irgendwann, irgendwie gehen die alle aufs Spiel ein und das ist für mich, da fängt für mich schon RP an grundsätzlich. Was, also dazu kann ich ja, also ich hatte das tatsächlich in, es gibt ja viele RP-Kritiker, auch hier habe ich schon gemerkt, also beziehungsweise als ich hier angekommen bin, hieß es halt, baue ja jetzt auch wieder Mission, da habe ich halt direkt mal gefragt, wie sieht's denn aus, wie wird denn hier RP und so, ist hier überhaupt erwünscht oder gar nicht, und dann meinte er so, ja, Timo war das, der sagte dann zu mir, ja, es gibt RP-Missionen, aber es sind jetzt nicht so gefragt, und da dachte ich mir schon so, okay, aber jede Mission, die ich bis jetzt dann hier mitgespielt habe, war es so, bis auf die vorletzte, die ich mitgemacht habe von Martin, wo ich und Martin uns die ganze Zeit gegenseitig angeschrien haben, war es so, dass jeder in seine Rolle irgendwie doch reingegangen ist und trotzdem irgendwie ein bisschen ins RP mit eingewirkt hat. Also muss ja nicht mal groß sein, aber ich habe erst einmal seit 2015 habe ich einen getroffen, das war bei der 8. Luftlandedivision. Da saß einer tatsächlich da davor und hat gesagt, ja, jetzt hust mal nicht von wegen, ne? Wir sind hier nur in einem Spiel, wo ich mir so dachte, Alter, ist nicht dein Ernst. Das hatte ich erst einmal. Ja, das muss man dazu sagen. Finde ich auch nicht gut. Ja, man kann RP kritisieren, aber solange es nicht überschwänglich ist oder zu krass ist, zum Beispiel, wenn man übertreibt, wie zum Beispiel, wenn ich anfange, jetzt plötzlich mitten, weil wir die Russen spielen, russisch Dialekt zu sprechen, das ist hier halt nicht erwünscht. Das ist einfach so, da muss man doch gar nicht drüber Nehme ich reden. dich auseinander. Ja, das ist hier einfach nicht drin und nicht mal nicht erwünscht, ja. Aber wenn ich ein normales RP mache und solche kleine Feeling hier, der Schuh drückt, bla bla bla, dann finde ich das eher gut und da sollte auch keiner was sagen. Und das ist hier eigentlich auch noch nie passiert, muss man dazu sagen. Ich habe eine Situation erlebt und das weiß ich noch, das war. Und tatsächlich mit Teig, das war so witzig. Teig hatte tatsächlich was während der Mission getrunken. Und wir waren in Tanor unterwegs. Es war eine Mission von mir. Es war Mission Black Tanor. Da war noch jemand anderes mit. Ich weiß gar nicht, wer damals da. Ich weiß es nicht, wer noch mit neben uns stand. Und auf jeden Ja, ich. Fall fängt er an. Nee, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, er spielt nicht mehr mit. Ich muss doch mal gucken. Es ist in meinem Best-of tatsächlich drin. Einfach so, ja, hier, keine Ahnung, habt ihr eine Ahnung, was die Russen hier machen? Und Teig halt schon leicht angezogen und einfach, es ist 10 Sekunden still und plötzlich, was? Und dann so, ja, keine Ahnung. Und dann Teig dann so ganz trocken, ja, einfach nicht so viel nachdenken, ein bisschen mehr Bier ins Camelback schütten und dann ist gut. Ja. Das ist das Einzige, wo ich sagen muss, tatsächlich. Ja, das ist halt das Einzige, wo ich das gemerkt habe. Aber es kommt halt einfach drin. Aber wo ich halt gerne mal jetzt umschweifen würde, wo wir uns da festreden, ist. Kann RP mit Anfängern funktionieren? Ja. Habt ihr da viel Erfahrung gemacht? Also. Dadurch, also ich kenne ultra viele Leute, die einfach keine Ahnung von RP haben. Dadurch, dass ich halt wirklich alles durch habe im Armor-Bereich quasi, also fast alles, ich will jetzt nicht sagen alles, aber vieles. Und ja, egal. Du warst überall schon mal drin, ja. Das klingt jetzt wieder so falsch, wie du das formulierst. Toll. Jetzt ist das wieder nicht werbefreundlich, Mann. Muss also sagen, dieses Podcast läuft wie jeder Podcast ohne Skript. Los, weiter im Text. Nein, also dadurch, dass also was ganz gefährlich ist, sind tatsächlich, womit wir wieder bei Live wären. Fun-Live-Server. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nein, nein, wir können auf Live gehen. Rollenspielen Arma ist das Thema heute, das heißt. Ja, nein, ich meine ja nur, was ganz gefährlich ist mit Leuten, die kein RP können oder kein RP können wollen oder sie meinen, sie könnten es, aber können es nicht, sind Funlife-Server. Das ist quasi wie altes Live, nur du musst nicht farmen. Du spawnst mit, sagen wir, 2 Milliarden Dollar auf dem Konto und alle 5 Minuten kriegst du einen Paycheck von 1 Million. Das heißt, egal was du machst, du kannst dich in Kavala hinstellen und kannst King of the Hill spielen. Hier geht die Kohle nicht aus, die im Grunde auf vielen RP-Servern der Grund dafür ist, dass die Leute RP machen und sich nicht einfach die Waffe nehmen und um sich ballern. Weil sie halt dieses Geld irgendwo erfarmt haben. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Also ich sag jetzt mal so. Der RP-Server. Nein, ja, also nein.
Wie empfiehlst du denn jemanden mit RP anzufangen? Fangen wir vielleicht mal so an. Wie würdest du jemanden sagen, der daran Interesse hat, aber keine Ahnung von hat? Wie würdest du jemanden empfehlen? Wie fängt man mit dem RP an? Fängt man bei sich selbst an? Muss man mit sich selbst erstmal im Klaren sein, was man macht? Was ist für dich so wichtig, um als Anfänger ins RP klarzukommen oder reinzukommen oder überhaupt sinnvoll es zu lernen? Einfach 2-3 Freunde. Geh auf einen Arma 3 Live-Server und wenn's Vanilla ist, und stell den Teamspeak aus. Oder Discord oder was auch immer. Weil dann musst du zwangsläufig in-game kommunizieren. Und vor allem fängst du dann auch automatisch, sage ich jetzt mal an, deine Umgebung dafür zu nutzen, um mit anderen Leuten zu kommunizieren. Und diese grundsätzliche Kommunikation mit Gesten und irgendwas, das kommt dann, für mich zumindest ist es so, dass es irgendwann von alleine dadurch kommt. Wenn du da halt versuchst, jemandem zu sagen, ja, da links rum, irgendwann kommst du dann auf die Idee, ach, es gibt ja auch eine Geste dafür, dann zeige ich einfach dahin. Oder sonst irgendwie. Also im Grundsatz, beziehungsweise ich finde es am einfachsten, dieses RP zu lernen, durch die Interaktion über das Spiel mit anderen Spielern. Und deshalb würde ich einfach sagen, du machst eine Gruppe auf und nimmst dir einfach 3-4 Freunde, mit denen du normalerweise auch so zockst. Mutest dich im Teamspeak und nutzt einfach die Ingame-Kommunikation und schon alleine dadurch fängst du an, dich weiter in das Spiel reinzuleben. Also die erste Frage war ja, kann Rollenspiel mit Anfängern funktionieren? Ich sage dazu ganz klar, es kann, es muss aber auch nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, wie verklemmt die Leute sind. Also du kannst jetzt der Netteste von Welt sein, bist aber so an deine Persönlichkeit gebunden, dass du dich einfach nicht da rausschälen kannst, sag ich mal. So, dann kann das nicht funktionieren. Du musst eine gewisse Offenheit haben, um da überhaupt reinzukommen. Also das ist halt meine Meinung dazu. Und was war die zweite Frage jetzt eben von dir? Achso, genau, ja, genau, wie du es lernst. Also die meisten Leute kommen ja tatsächlich durch andere, durch YouTuber oder durch Streamer, kommen die ja tatsächlich irgendwie dazu. Und dann muss man halt sich abgucken, die Floskeln, die sie so verwenden. Zum Beispiel Rösti-Pommes oder was gibt's denn noch? Rösti-Pommes ist übrigens für RP, also das steht für RP. Ein paar Rösti-Pommes backen oder keine Ahnung was. Und all so eine Floskeln mir angucken und dann versuchen, mit ins Spiel zu nehmen. Und ansonsten das, was hier Julian gerade sagte, einfach mal Teamspeak muten und dann mal gucken, wie du klarkommst. Du merkst es ja irgendwann selbst, ob du dich befreiter von dir selbst fühlst und mehr in deine Rolle bist, Julian, ob du dich mehr auf deine Rolle fokussierst halt oder nicht. Okay, also du sagst schon, das finde ich ein sehr interessantes Thema. Lass uns das Thema nochmal ganz kurz mit anschneiden, weil es, glaube ich, auch für Anfänger wichtig ist. Glaubt ihr, dass es wichtig ist, dass die Leute RP machen oder damit beginnen, weil sie einfach so ein bisschen aus ihrem Leben fliehen wollen? Nicht fliehen wollen im Sinne von mein Leben ist scheiße, sondern einfach, weil sie mal gerne was anderes sein wollen. Also dazu kann ich vielleicht, ich hatte tatsächlich mal, das kann man hier an der Stelle kurz erwähnen, ich hatte mal ein Problem tatsächlich, was private Gründe hatte. Und da war das schon so, dass ich mich ganz gern mal an PC gesetzt habe, einfach um meiner Umwelt zu fliehen. Also es kann natürlich, dafür fand ich RP immer ganz gut, weil da konnte ich jemand sein, der nicht mit diesen ganzen Vorbelastungen, die ich jetzt im privaten Leben hatte, da konnte ich dann ganz gut einfach mal der sein, den ich wollte. Ich wollte zum Beispiel auf dem KW-Live-Server damals, da konnte ich dann einfach der junge Mann sein, der da einfach ein bisschen rumturnt und ein bisschen mit Freunden was machen wollte. So. Das war halt dann ganz entspannt. Also ja, ich finde, das kann was damit zu tun haben. Kritiker würden natürlich jetzt sagen, und als gutes Beispiel, das hat jetzt nichts mit Arma zu tun, aber ich glaube, RP ist ja allgegenwärtig irgendwo in der Spieleszene. Ich kenne genügend Leute, die zum Beispiel in WoW, unter anderem auch ich habe in WoW zum Beispiel RP gemacht. Das war dann aber natürlich in Schriftform, weil du es dort machst. Ich meine, es gibt Leute, die spielen Pen and Paper, es gibt so viele Möglichkeiten, um RP zu machen letztendlich. Und ja, ich stimme dir zu. Ich glaube, und ich muss dazu sagen, das sage ich offen und ehrlich, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich bin glücklich, wie ich bin, und ich bin gut, ich finde mich gut, wie ich bin. Und es gibt natürlich immer Leute, die einen nicht gut finden, aber es ist halt so. Aber ich würde mich als Menschen einstufen, der mit sich selbst zufrieden ist. Ich bin mit sich selbst zufrieden, ich habe einen Job, ich bin zufrieden mit mir. Aber ich gehe gerne in Spiele, unter anderem auch in eine Milsim-Schiene oder in eine allgemein in eine, ja, wie sage ich das denn? Also allgemein auch in Arma rein, weil ich halt einfach gerne mal so ein bisschen eine Geschichte erleben möchte. Ich möchte eine Geschichte bespielen, ich möchte eine Geschichte erleben. Und sei das jetzt eine Geschichte, ob ich wirklich explizit Rollenspiel mache oder einfach nur die Missionsziele von A nach Z abarbeite und damit eine ganz andere Welt erlebe in dem Fall. Ich spiele in den MMORPG, weil ich gerne mal, vielleicht, keine Ahnung, gegen Monster kämpfen würde. Was immer ein Traum ist,
Welches Kind will nicht gern gegen Drachen gekämpft haben? Ja, sowas einfach. Ich hatte früher Angst vor Drachen. Oder gegen andere Sachen dafür, die die Welt ist. Aber ja, ich glaube schon, dass RP auch tatsächlich eine Flucht sein kann. Und ich, wie gesagt, Kritiker sagen würden, das ist eine Sucht. Aber letztendlich ist es ein Hobby. Wenn es nicht, es kann natürlich zur Sucht werden. Wie siehst du das, Green? Ja, definitiv. Also ich stimme dir voll zu. Es wird definitiv irgendwann zu einer Sucht. Also, ich sag mal so, ich bin ganz gerne derjenige, der halt so ein bisschen diesen leicht geisteskranken verkörpert, also diesen Typen, der irgendwie komplett abgedreht ist, aber irgendwo auf der anderen Seite halt auch normal ist, wie halt jeder andere. Weil es ist halt einfach so, das ist immer lustig, das führt immer zu irgendwelchen witzigen Situationen und ich sag mal so, Spaß am Spiel ist für mich jetzt das Wichtigste, wenn es auch um RP geht. Also solange ich Spaß daran habe, was ich tue, solange es jetzt nichts ist, was jetzt andere Leute abfuckt, weil das ist, für mich gesehen, ist das dann irgendwo ist eine Grenze und da wird scheiße. Aber grundsätzlich, ich muss Spaß an dem haben, was ich selber für eine Person verkörpere und wenn ich das habe, dann kann ich in RP auch grundsätzlich nichts falsch machen. Und was du eben meintest, bevor mein Computer abgestürzt ist, ist die Sache von wegen, dass man halt, wenn man zu verklemmt ist. Ich sag jetzt mal so, diese Verklemmtheit hört auf, wenn du anfängst, einen Charakter mit, ich sag mal, da, so gewissermaßen, also ich sag jetzt mal, ein Charakter sollte immer so eine 50-50 oder 60-40 Aufteilung haben, irgendwas dazwischen, die, der größere Prozentsatz sollte im Grunde dein eigener Charakter sein und der Rest sollte dann irgendwo was Ausgedachtes oder was dazu Erfundenes oder halt irgendwas Beklopptes oder was auch immer sein. Weil dann kannst du dich einfach besser in so einen Charakter reinversetzen und das sollte man halt auch vorher jedem, ich sag jetzt mal RP-Neuling, klar machen. Weil wenn du den Grundsatz verstanden hast, dann wird das Ganze einfacher. Das ist wie mit allem. Und das ist natürlich aber, glaube ich, auch die Milsim-Schiene, wenn man sagt, man will in der Militärsimulation. Das war, glaube ich, der schwierigste Einstieg. Warum? Weil, nehmen wir jetzt als Beispiel einen Milsim-Clan. Nehmen wir jetzt die NTF als Beispiel einfach. Wo wir sagen, wir spielen jede Mission, spielen wir einen anderen Soldaten. Das heißt, du bist mal Bundeswehr, du bist mal Army, du bist mal, keine Ahnung, Russe. Und du bist da mal Rifleman, dann bist du mal Gruppenführer, dann bist du Grenadier, dann bist du Automatik-Rifleman. Und so switcht das natürlich immer durch. Das heißt, du hast ja immer eine neue Rolle. Das heißt, wir haben ein festes Prinzip und schlüpfen in den eigenen Charakter. Kannst du natürlich in der Milsim-Schiene nur bedingt machen. Weil du ja immer ein anderer Charakter bist. Du kannst natürlich trotzdem so in deine Welt, also die Welt damit, versuchen zu leben. Was ja auch nicht schlimm ist. Wie gesagt, wir hatten ja vorhin das Thema, dass Feeding einfach die Mission noch so ein bisschen abrundet, ja. Aber das ist, glaube ich, eine Milsim-Schiene ist, glaube ich, der Einstieg. Sollte man nicht machen, oder? Also ich sag jetzt mal so, diese 50%, die halt von dir selber kommen, das ist halt im Grunde der Charakter. Und die anderen 50% sind die Uniform und die Position. Und wenn du das in einem gewissen Maß unter einen Hut bringst und vermischst und Dann fängt das an, dann bist du diese, dann du kannst halt wirklich jedes Mal deinen Charakter mit einbinden. Und im Grunde, mir persönlich geht das in der Mission so, mir ist die Uniform relativ egal im ersten Moment. Ich sehe, ich bin jetzt die Person, ich habe die Position, das ist gut, das bleibt so und das ist so. Aber auf der anderen Seite habe ich gewisse Sachen, die ich halt beibehalte, also die halt immer im Grunde gleich bleiben. Unabhängig von dem, was ich jetzt für eine Uniform trage. Das, was jetzt zur Uniform kommt, das ist jetzt halt, ich sag's mal so, wenn ich jetzt einen Deutschen spiele, dann bin ich jetzt nicht unbedingt der schießwütige Amerikaner. Sag ich jetzt mal, also wenn man jetzt von Klischees ausgeht. Ja, wenn man jetzt von Klischees ausgeht. Aber ich sag mal, ein Amerikaner ist im Grundsatz, der schießt erst und fragt dann. Deutscher Soldat lernt erst zu fragen und dann zu schießen, oder im Zweifelsfall erstmal zu prüfen und dann zu schießen. Aber ein Amerikaner zum Beispiel, der fliegt auch mal mit einem Black Hawk um eine Militärbasis in der Zivilisten und Ziegen sind und mäht die alle um. Ach da, ich weiß auch, so, was das ist. Was denn? War dabei. Ja, ich weiß. Oder so wie zum Beispiel gestern in der Mission fand ich das sehr interessant. Da sind auch die meisten voll mitgezogen. Folgende Situation, wir sollten ein Kraftwerk sichern, wir haben es nicht geschafft, das Kraftwerk ist hochgegangen, zwei Überlebende.
Einer hat auf uns geschossen, den haben wir umgeniedet, der andere saß noch in einem Fahrzeug und ist dann da im Kreis gefahren, wir hatten einen Reifen zerschossen. Und ich dann zu den anderen, so, ich gehe jetzt dahin und versuche den zu verhaften. Wir waren halt Bundeswehrsoldaten. Wenn wir jetzt Amerikaner gewesen wären, wäre es wahrscheinlich so geendet, lass uns versuchen, das Ding mit dem Unterlaufgranatwerfer hochzujagen oder was weiß ich. Das ist jetzt für mich der kleine, aber feine Unterschied, wenn ich jetzt so einen Charakter darstelle. Also machst du schon einen Unterschied zwischen, ob du jetzt gerade Amerikaner spielst oder ob du Deutscher spielst? Ja, also ich sag jetzt mal kein Riesenunterschied, aber schon, es muss halt grundsätzlich, ich sag jetzt mal, diese, man kann da ruhig mit Klischees arbeiten. Das macht das Ganze also durchaus interessant, aber grundsätzlich macht es da einen Unterschied, ja. War keinen großen, aber einen Unterschied. Okay, wie siehst du das, Kobo? Ja, ich versuche eigentlich keinen so großen Unterschied draus zu machen, ob ich jetzt Deutsche oder Army bin oder Russe oder normalerweise. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich bis jetzt nur Missionen gespielt, wo ich entweder Deutscher oder Army war. Also das musste mich jetzt nicht so oft umstellen, weil ich auch eigentlich immer fast die gleichen Positionen habe. Kann ich da nicht viel zu sagen. Ich versuche halt immer, die Uniform mir auch eigentlich relativ Banane. Da kann auch eine Russenuniform dran sein. Ich versuche mich immer so zu verhalten wie... ich hatte einen bestimmten RP-Charakter mal, der ist leider auch gestorben im RP. Da habe ich versucht, den alten Veteran zu geben. Und den versuche ich mich immer so ein bisschen zurückzuversetzen, weil das funktioniert ganz gut, weil der passt halt überall so ein bisschen rein und damit komme ich super klar. Okay, also du bist da schon eher ein bisschen, du machst da keinen Unterschied zwischen ich bin Navi oder sonst was. Das ist, lässt du da einfach ganz spontan sozusagen entstehen. Ja. Aber wie geht ihr denn mit RP-Skeptikern um? Also wenn du wirklich jemanden hast, der, wir hatten vorher das Thema, sagt, boah, jetzt wir haben hier ein Spiel, wie würdest du jemanden sagen, ohne ihn zu beleidigen? Hier, lass mich doch meine Rolle spielen, tut dir ja nicht weh, frisst ja kein Brot. Also grundsätzlich hat jeder seine eigene Meinung. Wenn jetzt da ein, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, irgendjemand kommt und sagt, hier, RP ist von Arsch. Das ist ja relativ oft so, wenn du jetzt im, ich sag jetzt einfach mal Milsim-Bereich bist, dass die Leute sagen, hier, altes Life ist was für Luschen oder sei es altes Life, sei es King of the Hill oder irgendwas, da hat jeder seine eigene Meinung. Und solange mich die Person nicht irgendwie anfeindet, feinde ich die auch nicht zurück an. Dann sage ich, ja gut, das ist deine Meinung, aber das ist mir jetzt relativ egal, ich spiele das trotzdem. Und wenn derjenige anfängt, mich da deswegen dann, was weiß ich, zu beleidigen oder runterzumachen, dann gehe ich auch schon mal unter die Decke. Also damit habe ich dann überhaupt kein Problem. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass jeder seine eigene Meinung zu sowas hat und jeder darf die für mich offen kundtun. Aber wenn die Leute ausfallend werden, dann werde ich auch ausfallend. Und das kann ich sehr gut, wenn ich das will. Aber glaubst du denn, du kannst einen Skeptiker, glaubst du, ein Skeptiker kann überhaupt von der besseren Seite überzeugt werden? Nimm mir jetzt das Beispiel, ich bin recht auf, ich bin sehr aufgeschlossen, ich habe nichts Gutes jetzt unbedingt mit live erlebt, das muss man einfach dazu sagen. Ich will es aber probieren nochmal. Du sagst direkt nee, einen Skeptiker kann man nie überzeugen. Ja, also nein, also das ist auch wieder falsch. Also es gibt Skeptiker und es gibt Leute, die das grundsätzlich ablehnen. Ich habe viele Leute gesehen, die waren jetzt so wie du, ja, live ist kacke und dann stellst du eine Gegenfrage. Du sagst, ich sag jetzt mal, du fragst einfach, wie zum Beispiel bei dir, ja, wie hast du denn mit live angefangen? Ja, ich bin auf den Server gegangen und hab da angefangen, Äpfel zu farmen, bin dreimal überfallen worden. Dann kann das ja gar nicht gut sein. Dann ist das ein Ersteindruck. Und vor allem sag ich ihm dann mit meiner Erfahrung, hier, wenn du alleine auf dem Live-Server bist, dann wird dir das nach, ich sag mal, 2 Stunden, wenn es gut läuft, langweilig. Weil du halt einfach nur von A nach B rennst und keine Interaktionen hast, weil teilweise einfach keine Leute da rumrennen, wo halt die neuen Leute anfangen. Entweder du bist von Anfang an auf dem Server, wo halt wirklich dann alle neu sind und alle noch am Pfirsichfeld rumrennen, oder du gehst halt auf irgendeinen Server, wo dann, wenn du Glück hast, 2 Leute im selben Moment vielleicht auch gerade Lust gehabt haben, sich wieder auf dem Server was aufzubauen oder auf diesen Server raufzugehen und mal zu gucken, die dann auch neu sind und auch da rumrennen, mit denen du dann interagieren kannst. Aber das hält dich ja dann trotzdem nicht davon ab, dass da so ein Arschloch auftaucht. Aber du musst halt so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Arschlochresistenz haben. Du musst sagen, ja gut, es gibt da diese Leute. Und wenn die meinen, das wäre so notwendig, dann lass sie das machen. Und es gibt nachher, wenn ich mich hochgearbeitet habe, gibt es 99.000 andere Situationen, in denen ich dann am Pfirsichfeld stehe und die neuen Leute pflücken Pfirsiche.
Und ich stehe da mit meinem Maschinengewehr und warte auf diese zwei Leute, die meinen, die neuen Leute, die Pfirsich pflücken, überfallen zu müssen. Und dann nehme ich die auseinander. Mag damit zusammenhängen, dass ich im RP dann doch relativ nachtragend bin. Ja, was ja im RP ja auch gar nicht schlimm ist, solange es im RP bleibt. Das war immer meine Devise im WoW, als ich das vor vieler Zeit gespielt habe. Solange es im RP bleibt, ist es okay. Solange es außerhalb geht, ist es vorbei. Ja. Ja. Das ist halt einfach so, das ist wichtig. Kobo, was sagst du? Kann man den Skeptiker überzeugen? Oder hast du, was ist dein persönliches Erlebnis? Also erstmal, wie ich mit Skeptikern umgehe, letztendlich sage ich immer, gut, das ist deine Meinung, komm mal mit, ich sehe, wie es aussieht. Also ich habe tatsächlich schon ein, zwei Skeptiker tatsächlich selbst überzeugen können, die das am Ende gesagt haben, von wegen, oh, ist ja doch gar nicht so kacke. Ich habe einfach gesagt, gut, du findest das kacke, wir machen einen Deal, ich nehme dich jetzt einmal mit, guck dir das an und danach reden wir nochmal drüber. Und dann gibt's natürlich, wie Julian eben sagt, die Leute, die das grundsätzlich ablehnen, bei denen hast du auch überhaupt keine Chance. Aber so die Leute, die einfach offen sind und da schlechte Erfahrungen mitgemacht haben oder einfach kein Fan davon waren, so die konnte ich auch tatsächlich schon dann fürs Gegenteil überzeugen. Es kommt halt, wie am Anfang gesagt, auf den Server drauf an. Wenn du dann natürlich die Deppen hast, die am Pfirsichfeld stehen und die Leute überfallen, so dann vergeht einem einfach der Spaß daran. Das habe ich auch schon gemerkt. Bei einem Server wurde ich so oft ständig direkt am Anfang überfallen, dass ich irgendwann gesagt habe, so sorry, aber nee, das gebe ich mir hier nicht. So, und wie gesagt, es kommt auf den Typ Mensch drauf an, mit wem du dich unterhältst, auf welcher Ebene du dich mit ihm unterhältst. Ich sag mal, situationstechnisch, also jetzt auch um wieder auf deine Live-Erfahrung zurückzuwirken. Es war ein Vanilla-Server, wir waren zu zweit gerade drauf gejoint. Eine Ewigkeit her, keine Ahnung wann das war. Wir waren mit einem Kollegen zusammen unterwegs. Wir haben gesagt, so, ja, der sagt zu mir, der Server ist geil, lass uns da mal anfangen. Dann sind wir auf diesen Server gegangen, haben unser Geld, was wir zum Anfang hatten für Lizenzen und sowas, haben wir zusammengeschmissen und haben uns erstmal einen LKW gekauft, also so einen kleinen. Sind dann losgefahren und haben angefangen, Kupfer zu machen. Also Kupfer zur Mine, Kupfer abbauen, Kupfer in den LKW laden, Kupfer verarbeiten. Und auf dem Weg vom Verarbeiter dann zum Händler stand dann die Truppe da mit ihren legal gekauften Waffen. Es waren noch nicht mal illegale Waffen, es waren legal gekaufte kleine Handfeuerwaffen und Maschinenpistolen und haben uns überfallen. Und ich sag zu dem Kollegen hier, unser Fluch ist erst vor anderthalb Stunden gelandet. Ich sag mal so, wenn ihr das nächste Mal irgendwo steht, könnt ihr uns vielleicht vorher Bescheid sagen, dann fahren wir einen Umweg. Und dann sind die Leute, teilweise sind die so freundlich und sagen dann, ja komm, wenn ihr das nächste Mal vorbeikommt, wir nehmen euch nicht zweimal hintereinander auseinander. Aber du hast halt auf der anderen Seite auch dann wieder die Leute, du bist dann irgendwo, stehst dann da an der Kupfermine, da kommt ein Trupp schwer bewaffneter Leute an, die packen dich ins Auto als Neuling, du fängst an, dich mit denen zu unterhalten und dann halten die irgendwo mitten in der Pampa an, gib uns deinen Rucksack, gib uns deine Weste, gib uns deine Klamotten, packen die Scheiße ein und hauen einfach wieder ab und du stehst dann komplett nackt mitten in der Pampa und hast nichts mehr. Da bist du natürlich abgefuckt. Also es gibt so und so eine Leute und jetzt habe ich die Grundsatzfrage vergessen, aber das ist halt so eine Sache, die Skeptiker teilweise einfach nur sehen und die musst du halt dann erstmal vom Gegenteil, also auch von dieser vernünftigen Variante überzeugen. Ansonsten hast du halt überhaupt keine Chance, weil wenn du dann da direkt mit zum Skeptiker auf irgendeinem Server landest, wo 20 Mann von denen rumrennen, die dich nackt ausziehen und irgendwo in der Pampa aussetzen, hast du keine Chance. Und wenn du jetzt, sag ich mal, auf einem Server landest, wo du dann da halt hinkommst und sagst, hier, guck uns mal an, wir sind vor 5 Minuten gelandet und meinst du, das wäre notwendig, uns jetzt schon zu überfallen? Ich meine, das ist vielleicht auch eine RP-Verfehlung, aber grundsätzlich sollte man den Leuten die Chance geben, fair zu sein. Okay. Und dann natürlich auch fair gegenüber der Kritik und alles drum und dran und wie ist was. Ich sage auch mal, es sind immer zwei Seiten, die man betrachten muss. Einfach, man muss zum einen die Seite betrachten des Rollenspielers und man muss die eigene Seite betrachten. Nur weil ich was selbst nicht gerne habe, muss es nicht kacke sein. So ist es nun mal. Letztendlich, weil würde, glaube ich, jeder so denken und auch nicht immer alles scheiße finden, nur weil ich es nicht gut finde, gäbe es auch keine Kriege auf der Welt. Ist einfach so, ist einfach ein Punkt, der, glaube ich, überall im Leben zutrifft. Aber wie seht ihr das draußen zum Beispiel, liebe Community? Wie seht ihr das? Kann man Skeptiker vom Rollenspiel überzeugen? Wann beginnt für euch Rollenspiel? Wann beginnt für euch Rollenspiel in der Milsim-Schiene? Habt ihr damit überhaupt Erfahrung gemacht? Auch hier natürlich im Podcast erwarte ich wieder Meinung. Einfach, ja, schreibt es auf jeden Fall rein. Mich würde das interessieren, uns würde das interessieren, wie auch natürlich die Community dazu steht.
Ich weiß nicht, musst du geben, finde es sehr interessant, wie die Meinungen immer unterschiedlich sind. Ich habe jetzt hier mit euch natürlich zwei Bro-RPler. Es wird irgendwann nochmal einen Podcast geben, wo wir wirklich mal vielleicht eine richtige Diskussion machen. Das kann natürlich dann ein bisschen kritischer werden mit Kritiker gegen Rollenspielliebhaber. So ist es nun mal. Es gibt ja nun mal über die zwei Seiten. Wie gesagt, wie steht ihr da draußen dazu? Und ich, wie gesagt, finde es sehr interessant, dass die Meinungen da wirklich einfach so extrem unterschiedlich sind. Und ich in der Milsim-Schiene muss einfach zugeben. Ich glaube, da sind wir uns heute einig. Ich glaube, Fazit des Podcasts ist auf jeden Fall, man sollte die Leute machen lassen, worauf sie Spaß haben, denke ich. Ja. Ja. Das ist halt einfach ein wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen muss ich sagen, ist Rollenspiel eigentlich allgegenwärtig? Denn Rollenspiel ist für mich schon allgegenwärtig, wenn ich eben, wie ihr vorhin so schön gesagt habt, allgemein jetzt gerade eine Diskussion entstanden ist, nur einfach meine Rolle spiele, wenn ich ernst bleibe. Ich renne durch eine Rauchwand, ich habe einfach die Schüsse und was ich gerne sage, das wollte ich vorhin noch sagen, ist, oh, der Schuss, dann sagt jemand, oh scheiße, ich habe beschossen. Hab ich gesagt, nein, 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 es hat noch nicht gezücht, das ist weit weg. Ja? Das ist weit weg und dann züchtest du plötzlich neben dir und sagst, und jetzt schießt man auf uns. Ja, solche Kleinigkeiten einfach, die Punkte sind. Aber das, da beginnt für mich halt schon einfach das Rollenspiel. Das sind so kleine Aspekte, die einfach eine wichtige Rolle spielen. Und Martin, ja, bitte? Martin, du Arsch, jetzt lass mich in den scheiß Fahrzeug einsteigen. Nein, du gehst zu Fuß. Ja, das war okay. Ja. Ich glaube, Kobo hat mich ja diesen Abend gehasst, ja. Das war sein. Alter, das war, ne, ich möchte, also dazu muss man ja ganz, wir hatten den ganzen Abend, habe ich nichts von Martin gehört, bis wir in dieser einen Stadt kurz vor Ende waren und dann ging es los. Ich habe gefragt, hat hier irgendwer einen Sanitäter, ja? Und dann kam Martin, nö, haben wir nicht. Können wir sonst noch was für dich? Ganz trocken, so einfach auch so, das hat überhaupt keinen Bock. Ich so, ja, danke Martin, danke, dass du so freundlich zu mir bist. An dem Abend hat Martin das Arschloch verkörpert. Ja, oder so, hier, was auch noch ein Spruch, ja, such dir Freunde, Sanitäter gibt's ja nicht. Danke, ich blute aus allen Löchern und er sagt, such dir Freunde, dankeschön. Also das ist, also man muss ja sagen, das ist Martin, wie er lebt und lebt, in real life. Nicht, wenn die Kamera dabei ist, so ist er drauf. Die war aber dabei. Also grundsätzlich okay, ist... Die war dabei, die ist immer Martin, dabei. Bei Martin ist das ganz schlimm, also ich sag mal, wenn die Kamera nicht alles mitkriegt, dann ist er eigentlich immer voll das Arschloch. Und sobald die Kamera dann wieder an ist, ist er dein bester Freund. Der ist halt einfach, der ist so ein Mann mit zwei Gesichtern. Ja, absolut. Weißt du? Deswegen spiele ich immer mal Armer, weil dann kann ich immer mal nett sein, ja, weil ich sonst das nie bin, ja. Nein, ja, natürlich nicht. Ich hoffe, ihr wisst, dass das nicht so ist. Stellt das richtig, das ist nicht der Fall so. Aber wir schreiben also, okay. Also, erstmal bin ich dafür, wir machen demnächst mal einen Martin-Roast. Das laden wir dann bei Martin auf dem Kanal hoch. Das wird bestimmt interessant. Und ansonsten Martin-Roast? Martin lieber. Ja, Martin-Roast. Also, sicher, Kobo, Martin-Roasten dich. Kobo 1 kann ich dir sagen. Martin auch gut. Also Kobo 1 kann ich dir sagen, wenn es um Martin Roast geht, dann findest du bei der NTF genug Leute, die mitmachen und zwar freiwillig. Alles, das glaube ich auch tatsächlich. Da kriegen wir mehr Leute zusammen als in der Mission. Das ist sehr lieb von euch, aber ich muss euch trotzdem jetzt zum Thema zurückzuführen. Danach der Aufnahme könnt ihr mich weiter dissen, das funktioniert ganz gut. Okay, nein, so, da steht doch bei Punkt 7 steht doch sonstiges. Also. Das stimmt. Ja. Nein, was ich aber gerne noch von euch wissen würde, ist so ein bisschen, was ist es für euch RP und ist es für euch die Immersion wichtig, dass ihr als Amerikaner in Humvee fahrt? Was ist so von der Umgebung her so ein bisschen, was muss für euch stimmen, damit es auch so von der Umgebung her passt? Also quasi als Deutscher zum Beispiel in den Humvee fahren, nimmt das, also ihr wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, wenn ich da ganz kurz anfangen darf, ich finde es zum Kotzen, ja, also da könnte ich wirklich, kannst du mir einen Eimer geben, dann kotze ich dir im Kreis, im Strahl, wenn so ein Typ zu dir ankommt und dir sagt, ja, nee, das finde ich jetzt nicht gut, wir als Amerikaner fahren in keinem TPZ Fuchs mit, so, wo ich mir so denke, Alter, es geht um ein Fahrzeug, ja. Du kannst ja auch, wenn du bei der NATO, guck dir die NATO in echt an, ja, da fährt tatsächlich mal ein US-TPZ-Fuchs rum, wenn die da in der Basis oder was weiß ich, wenn der irgendwie kaputt geht oder so. Ich finde das so schlimm, das darf ich auf YouTube nicht sagen, tut mir leid, die dann sagen von wegen, nee, das geht nicht, weil wir sind eine andere Fraktion. Ich finde das so ein Bullshit, das macht doch nicht die Immersion kaputt, du fährst doch trotzdem in ein Fahrzeug. Sagen wir, die Amis haben kein passendes Fahrzeug für deine Squad-Stärke, nimmst du halt ein anderes, so fertig, bums, wo ist der Lack? Aber wie gesagt, da gibt es leider auch so Menschen, die dann sagen, nee. Das geht so nicht. Ja, nee, das stimme ich natürlich absolut zu. Der Meinung bin ich zum Beispiel auch. Mich stört's, obwohl ich zugeben muss, ich finde es ein bisschen komisch, wenn ich mit einem Humvee, also wenn ich Amerikaner spiele. Aber es ist eigentlich, ja, es wird, ja, wie beschreibe ich das denn am besten? Ich bin trotzdem Bundeswehr.
Also in der Schlacht, dann will ich schon ein amerikanisches Fahrzeug haben. Ja, es ist ganz schön, aber ich finde so Notfalllösungen zum Beispiel, die auch nicht, also Notfalllösungen, die nicht angenommen werden, finde ich ganz schlimm. Also ja, so gut. an sich natürlich ist okay, wenn du, natürlich ist es schöner, wenn du in einem Fahrzeug fährst, wo du, ne, als Bundeswehr fährst in deutschen Fahrzeugen, so, es hat natürlich, also es macht natürlich, es verstärkt die Immersion so, aber es, für mich macht es die Immersion nicht kaputt, wenn ich dann in einem Humvee als Deutscher fahre. Was ich dazu sagen kann, auch aus missionsbautechnischer Sicht, ich hasse es, wenn sich Leute nach einer Mission darüber beschweren, wir hatten Fahrzeug XY, das passt überhaupt nicht ins Bild. Ja Gott, ja. Weil grundsätzlich mache ich mir als Missionsbauer, und da wir alle drei Missionen bauen, mache ich mir ja vorher Gedanken, was will ich mit dieser Mission quasi darstellen. Und da fange ich ja dann an, zumindest ist das bei mir persönlich so, ich gestalte immer als erstes einen Ausgangspunkt, dann fange ich an mit dem Ziel, Ziel 1 sage ich jetzt mal, und wenn ich dann irgendwo bei Ziel 1 angekommen bin, dann fange ich an und überlege mir, wie kannst du wie das genau umsetzen? Stellst du die Ausrüstung und den Fahrzeugpark dar? Wie genau geht sich das aus? Weil ich bin grundsätzlich jemand von der kreativen, unorganisierten Sorte. Er sagt so, ich habe jetzt Bock, eine Mission zu bauen. Ich nehme mir jetzt die Karte, ich nehme mir jetzt einen Spot und fange da an, rumzubasteln. Und wenn ich dann meine Basis stehen habe, fange ich, wie gesagt, an und gucke woanders hin und sage, ach ja, da könntest du ja was draus machen. Und wenn ich dann angefangen habe, meine Ziele zu bauen, mir halt das zu überlegen, wie das aussehen soll, dann fange ich an, mir Loadouts und Fahrzeuge zu überlegen. Und das geht mir übel auf den Sack, wenn dann nachher kritisiert wird, ja, Fahrzeug XY war scheiße, weil das ist ein Vanilla-Fahrzeug. Ja, klasse. Das ist halt ein Fahrzeug. Fahr damit oder lass es bleiben, wenn du es nicht willst, dann keine Ahnung. Lock dich wieder aus, leg dich schlafen, was weiß ich. Aber das sage ich jetzt mal, hat ja jetzt nicht viel mit RP zu tun, sondern eher mit Missionsbau. Und grundsätzlich, also für ein RP, sage ich jetzt mal, ist es nicht wichtig, was du für eine Uniform anhast oder was du für ein Fahrzeug fährst, sondern wichtig ist, wie du den Charakter, den du spielst, verkörperst. Also da ist es grundsätzlich vollkommen egal, wie du jetzt aussiehst. Naja, also die Glaubwürdigkeit letztendlich auch dahinter verkauft. Ja, also ich meine jetzt, die Glaubwürdigkeit der Einzelperson liegt am Charakter. Okay. Aber die Glaubwürdigkeit der Gesamtsituation, also der gesamten Mission, die liegt natürlich dann wieder im Grundsatz. Also ich sag jetzt mal in der Uniform oder im Fahrzeug. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der grundsätzlich private Militärs als gespielte Einheit nutzt. Einfach um diesen größere Masse an Auswahlen zu haben. Okay, das ist natürlich auch ein interessanter Trick. Also wie gesagt, generell, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Fahrzeuge sind jetzt nicht wichtig für dieses RP für euch. Nö. Es kann ja sein, ich meine, gut, auf dem Live-Server ist es anders, da ist man natürlich, wenn man ein riesig großes Auto fährt, kann man es natürlich alles verkaufen, aber der Milsim-Schiene, der denke ich auch, Rolle, das spielt, glaube ich, wirklich eher so, was wir schon vorhin mehrfach angesprochen haben, diese kleinen Punkte mehr eine Rolle, um sich reinzuleben und das RP letztendlich zu beginnen, das würde ich einfach sagen, ist, denke ich, ganz gut. Was ich aber gerne sagen wollte, beziehungsweise wir sind eigentlich am Ende unserer Runde angekommen. Habt ihr noch was anzufügen, was fürs Rollenspiel ist jetzt? Schweigen kritisch immer als Nein, das ist immer ganz gut. Ja, dann kann ich nur sagen, ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr hier wart. Dass ihr heute die Zeit genommen habt. Ja, bitte. Mich würde tatsächlich jetzt, das ist ja relativ groß, also mich würde es echt freuen, wenn da ein paar Leute mal einen Kommentar drunter schreiben, weil das würde mich auch extrem interessieren, wie die auch zu unseren Aussagen stehen. Da kann ich nur nochmal einen Aufruf machen, auf alle Fälle drunter schreiben, dann werde ich auf alle Fälle mal mitdiskutieren in den Kommentaren. Und wer es hatet einer? Ist natürlich eine sachliche Community, das ist wichtig. Ja, nein, das ist natürlich, muss man dazu sagen. Wie gesagt, danke, dass ihr hier wart, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, wirklich hier zu sein. Vielen, vielen Dank an euch beide. Hoffe ich. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne, wie gesagt. Dann geht natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an die gesamte Community da draußen, an alle, die diesen Podcast gehört haben. Wir sind heute ein bisschen ausgeschwiffen tatsächlich, das ist irgendwie so einfach passiert. Ich hoffe, doch euer Verständnis, auch sowas muss natürlich sein mal. Allerdings muss ich zugeben, war es ein sehr angenehmer Podcast für mich persönlich. Ich hatte sehr viel Spaß und ich habe auch heute das ein oder andere mitgenommen, was ich mitnehmen werde und auch mitgenommen habe jetzt. Und wie gesagt, schreibt es rein in die Kommentare. Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an all meine Unterstützer, an alle Patreons, auch hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Mitglieder,
Mitglieder der NTF letztendlich, die diesen Clan überhaupt möglich machen, denn ohne die Mitglieder selbst wäre es einfach keine Community. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die mithelfen, Big Buddies, Ausbilder, Stab, Leitung, Mitglieder selbst, wirklich ein ganz, ganz großes Lob und wie gesagt an euch da draußen und lasst die fleißig Kommentare da. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würden wir uns riesig freuen und ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen, außer wie gesagt Meinung da lassen. Und wir hören uns auf jeden Fall zum nächsten Video wieder. Und bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Tschüss. Und jetzt erstmal weiterhaten.